Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's natürlich, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Trains hier auf diesem Kanal oder auch Brotrain Perfect 2. Denn dieses ist nämlich das Add-on Straßenbahn Großstadt, das damals für Brotrain Perfect 2 erschienen ist. Und natürlich sind in den letzten beiden Folgen, die wir bis dato jetzt hatten, mit den NF12, glaube ich, war das gewesen, und der anderen Straßenbahn, natürlich von Addon Carbon City, ja, sind natürlich auch alles in diesem Addon Straßenbahn Großstadt enthalten. Und natürlich diese hübsche Tram hier, die finde ich nämlich irgendwie, ja, die ist schön oldschool-mäßig, oder? Also das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal ein Hingucker wert, oder? Also die Straßenbahnmodelle, muss man ganz ehrlich sagen, sind von Teil zu Teil irgendwie gefühlt schöner geworden. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wann das rauskam. 2011 ist Straßenbahn Großstadt erschienen. Also das ist schon eine ganze Zeit schon nach dem Microsoft Train Simulator. Ich glaube, da war der schon mittlerweile tot gewesen. Und also was haben wir hier? Wir haben über 10 Quadratkilometer detailliertes Stadtgebiet, 3 realistische Straßenbahnen D und AT und mehr als 180 Haltestellen sind mit dabei. Das ganze Addon war auch für ein paar Euros zu bekommen, jetzt allerdings in Rebay schon wieder vergriffen. Also ich hatte mir da meinen Alarm da gesetzt gehabt, weil dieses scheint irgendwie sehr, sehr beliebt zu sein. Also von daher hatte ich eigentlich hier alles gut Glück gemacht und ja, jetzt ist es da. Was haben wir noch? Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Abwechslung, hoch aufgelöste Texturen mit Licht- und Schatteneffekten und spezieller Nachtmodus. Straßenbahn Großstadt bietet das Fahren von 3 verschiedenen Straßenbahnen aus Deutschland und Österreich in einer fantastischen Großstadt. Enthalten sind über 180 Stationen und das zweigleisige Schienensystem ermöglicht die volle Auswahl aller Stationen auf ihrer Route zum Ziel. Es ist natürlich genau die gleiche Karte, wenn wir uns das mal angucken. Jetzt ist es halt mal tagsüber. Ja, aber es ist genau die gleiche Karte. Also Straßenbahn, Großstadt und das Addon Carbon City sind scheinbar identisch. Außer, dass, wie gesagt, in Carbon City diese Straßenbahn fehlt. Ja, also diese hier ist natürlich nicht dabei. Schade. Naja, und wir sehen hier, also vom Modell her sieht das schon sehr edel aus. Das, man merkt jetzt so, man merkt irgendwie gefühlt so einen Fortschritt von Folge zu Folge, wie sich Trains gemacht hat mittlerweile. Und ja, ich finde, das sieht da schon mal großartig aus. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir können natürlich hier Fahrstufen, ne, können wir hier machen, Tür frei. Signal links, rechts. Wir können hier jetzt gerade nichts benutzen. So, auf. Der Pantograph ist oben. Witzig ist, dass hier die Tür zu ist, aber hier ist die Tür offen. Das ist jetzt mysteriös. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Fahrtrichtung ist vorwärts. Null. Fahrschalter ist okay. Ne, jetzt haben wir hier rückwärts, sind wir jetzt aktuell. So, jetzt sind wir vorwärts. Können wir jetzt Standlicht, Fernlicht... Anmachen, Störung, Batterie läuft, Abfahrt, Blinker, den können wir nicht setzen, das wundert mich jetzt aber. So, und ja, aber das war's noch nicht, oder? Doch. Das war's tatsächlich schon. Tür bleibt offen, schade, da gibt's irgendwie einen kleinen Bug drinne. Ja, diesmal nicht im Trafo-Modus, sondern mal bedienen an, ne, am Fahrzeug selbst. Das ist natürlich auch mal eine coole Sache. Also dieses Modell, das ist mega hübsch. War jetzt auch nicht allzu teuer. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe. Wie gesagt, ein paar Euro waren es, 5 oder 6 Euro. Das geht noch vollkommen in Ordnung. So, und wir wollen natürlich nach, ja, fahren wir Richtung, nee, nicht Airport, komm. Ich will nicht nach Airport. So,
So, und wie gesagt, ich habe gesehen, in der Linie 5 sind wir. Deswegen wundert mich, normalerweise funktioniert das hier nämlich mit den Tasten, aber irgendwie... So, lassen wir mal hier Fahrgäste hier einsteigen. Ja, also nach Burgstadt geht das Ganze. So, steigen die Leute ein. Wunderschön. Ja gut, die Folge nimmt auch auf. Ja, also ihr seht, ne, das ist schon, also von Folge zu Folge wurde das extrem hübsch. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt auch oder bin jetzt von Trains gar nicht abgeneigt. In dem neuesten Teil allerdings, da finde ich es ein bisschen doof, die haben nämlich da irgendwie, ich sag mal, ein bisschen Bockmiss gemacht. Jetzt nicht von der Simulation her, sondern von ihrer Speicherlogik. Also es gibt ja nun einige DLCs, die man natürlich kaufen kann, wie auch beim Train Simulator. Gibt es die Addons natürlich auch für, ich sag mal, für Trains. Und das Ganze ist man natürlich gewohnt, dass man das ja irgendwo in einem Ordner speichert. So, jetzt ist es bei mir aber so, dass ich jetzt zwei Festplatten habe. Ich besitze einmal eine Gaming-Festplatte mit Aufnahmen drin. Ja, wenn die kaputt geht, ist mir das wurscht. Ja, das ist ein Terabyte oder sowas. Das reicht auch eigentlich in der Regel voll. Und dann gibt es meine C-Festplatte. Das ist eine SSD-Festplatte und die ist beschränkt auf 512 GB. Hm? Und ja, mittlerweile, ja, je älter das Windows wird, desto, ja... voller wird sie auch irgendwann mal. Wollen wir noch zum Werrepark fahren? Werrepark? Ja, wird sie auch immer irgendwann voller. Und ja, was soll ich sagen? Also mittlerweile mit OMSI, also OMSI ist natürlich drauf. Es ist Lotus drauf. Das sind die einzigen beiden Spiele, die installiert sind auf der SSD-Festplatte neben Windows 10 natürlich. Und jeder, der Windows 10 hat, der weiß, was ich meine, wenn ich sage Windows 10. Ja, ist natürlich mit Lotus und OMSI, ja, sind da halt, also die beiden Dinger nehmen einfach mal rund 300 GB weg. Ist klar. Ja, bleiben mir eigentlich in der Regel noch 100 GB, so bis 120 GB. Und wenn ich dann den neuen Trains installiere, schön und gut, ich kann zwar natürlich auswählen, wohin er das installiert, also auf meine D-Festplatte, ja, die ein Terabyte ja, Platz hat. Und das Witzige ist, dass wenn er sich die DLCs alle runterlädt, weil das ist eine coole Sache, am Anfang sehr kritisiert, jetzt haben sie es dann doch umgesetzt, wenn du die DLCs vom Vorteil besitzt, hast du die Teile nicht mehr für die neue Version Trains dazu bekommen. Jetzt mittlerweile, glaube ich, switchen sie doch um, dass du die ganzen DLCs zumindest, also die Strecken-DLCs auf jeden Fall, jetzt bekommst jetzt für Trains, also den neuen Teil. So, du kannst aber da keinen Speicherpfad angeben. Das heißt, er knallt dir das Ganze auf die C-Festplatte voll. Traumhaft. Wisst ihr, wie groß das Ganze ist? Also das nimmt locker über 100 GB die ganzen Addons, die ich hier für Trains besitze. Und ja, dementsprechend kann ich das den Simulator nicht spielen, weil ich halt selbst nicht zuweisen kann, wohin er die ganzen Addons zum Beispiel installieren soll. Also das weiß ich nicht. Ich wollte das unbedingt mal gucken, weil die haben ja jetzt diesen Modus ja geändert, ja, dass du jetzt also diesen Download-Manager, so nenne ich ihn ja mal. Das war schon ein bisschen crazy. Der Content Manager hier in ProTrain Perfect war nicht so geil gewesen, muss ich gestehen. Denn er war halt einfach unübersichtlich. Du hattest da halt, wenn du auf der Website warst, halt haufenweise Zeugs gesehen, ja. Also, dass man da irgendwas machen konnte. Aber die hatten dann immer alle irgendwelche QIDs, also KUIDs, ja. Und ja, dann musstest du halt dementsprechend. Oh, was ist mit dem Nebel hier los? Ah, ist eine Baustelle, wollte gerade sagen. Nebels jetzt hier. Ja, wie gesagt, und wo war ich jetzt stehen? Das habe ich den Faden verloren, weil ich jetzt gequatscht habe. Oh, jetzt geht's zu. Jetzt ist die Tür zu. Geil. The train is leaving the station. So, weiter geht's. Ja, nee, und auf jeden Fall, wie gesagt, kann ich also, habe ich dieses neue Trains nicht gespielt. Der Content Manager, wie gesagt, ich fand nicht so klasse in den Teilen. Diesmal haben sie es jetzt anders gemacht. Sie haben jetzt den Editor jetzt integriert in den Simulator, sodass du halt auch siehst, was du runterlädst, ja, mit Bilderchen, ja. Sonst musstest du halt immer auf diese Internetseite gehen.
Und ja, das haben sie jetzt irgendwie verändert. Ich wollte es mir angucken, aber es funktioniert nicht. Wenn ihr da mal irgendwie ein paar Tipps für mich habt, ja, wie das Ganze, wie man das Ganze ja, umgehen kann mit diesen ganzen Addons, dass er sich das Ganze da runterlädt und auf die C-Festplatte knallt, ob man den Dateipfad irgendwie ändern kann, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt mir das mal rein, denn ich würde mir den schon gerne mal angucken wollen, den neuen Trains. Also ich war ja von dem letzten Teil ja auch nicht so abgeneigt gewesen, ne? Ich finde halt, es muss relativ, oder es ist sehr, sehr wenig deutscher Content. Das ist so eher so Content so aus anderen Regionen. Ich glaube, da ist der Train Simulator doch schon deutlich stärker, was so einen deutschen Content auf jeden Fall angeht. Aber es gibt wohl die Niedertalbahn und die wollte ich mir ganz gerne mal anschauen. Naja. So, machen wir mal Druck. Ich brauche ein Bild. Oh. Und da hat es mir jetzt tatsächlich den Simulator zerlegt, Leute. Wahnsinn. So, starten wir das Ganze mal neu. So, hier sehen wir zum Beispiel, wenn er mir jetzt auch mal hier ein Bild anzeigt. Ah, sehen wir jetzt hier zum Beispiel, also das ist hier der LF1, den wir hier haben, ne? Der so ein bisschen dem Combino ähnlich ist, den NF10. Ja, der sieht ein bisschen komisch aus. Und den STB82, also das ist das Modell, was wir hier haben. Und ja, dementsprechend, ihr seht es, eine ProTrain Perfect 2. Relativ simpel. So, Führerstandsmodus. Hier können wir noch ein bisschen was einstellen. Die Zugverbände, Fahrer können halt hier praktisch die KI jetzt noch fertig machen. Ne? Das funktioniert. Und ihr seht, zack, befinden wir uns im Spiel. So. Ja, wunderschön. So, und dann müssen eigentlich gar nichts mehr machen, groß. Ja, so kleinere Bugs sind halt leider drin. Ich wollte eigentlich nur einen Screenshot machen. Da es nämlich keine Steam-Anwendung ist, funktioniert die F12-Taste nicht und ich musste hier so oldschool-mäßig die Drucktaste drücken, um Screenshots zu machen. Jetzt haben wir natürlich zwei Bildschirme, jetzt nimmt er natürlich hier alle Bildschirme auf. So, wenn wir mal jetzt die andere Richtung nehmen, würde ich sagen. So, zip. Funktioniert nicht. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Modell, muss man mal lassen. Ein sehr schönes Modell. Ja, wie gesagt, sonst hat sich an der Karte selbstverständlich nichts verändert. Ne? Das ist genau die gleiche Karte, nur halt mit anderen. Aber ich sehe gerade, das ist auch cool. Warum fahren wir, wenn der Stromabnehmer gar nicht oben ist? Das macht auch wenig Sinn, ne? Ah, schwere Licht. Ja. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, absolut empfehlenswert. Train sollte man sich heute noch angucken. Und wenn man jetzt sich mal so das hier anschaut, finde ich persönlich, ist es eigentlich gar nicht so hässlich. Ich finde im Gegenteil, es ist heute noch verdammt hübsch anzuschauen. Allerdings, wie gesagt, ist es jetzt ein ProTrain Perfect 2. Ne? Also ich glaube, das ist schon Trains, das stimmt. Ich hatte damals vor einigen Tagen, wo ich die erste Folge von Trains veröffentlicht hatte, mal gesagt gehabt, dass PTP und Trains ja unterschiedlich sind, dass ja aus PTP ja Trains entstanden ist. Da stimmt so nicht die Aussage. Da hat derjenige recht gehabt, der mir das in die Kommentare geschrieben hat, denn es war von Anfang an schon Trains. PTP war bloß ein Ableger gewesen von Trains. Virgin Hintergrund, das er wahrscheinlich hatte, wird wahrscheinlich der sein, dass ich, wie ich es euch gerade schon gesagt hatte, ja, PTP sich wahrscheinlich eher so auf den deutschen Content so gelegt hat und Trains halt so eher so alle Regionen, ja, so amerikanische Regionen und alles sowas. Ja, und ProTrain Perfect war so eher so die deutsche Region. Also fühlt sich das an. Die ganzen PTP-Addons, die ich habe, sind alles aus Deutschland. Es gab auch keine anderen PTP-Addons. Und sonst die anderen Sachen alle, das waren halt alles so amerikanische Sachen. Also gehe ich mal stark davon aus, dass das wahrscheinlich damit irgendwie zu tun hat. Dass es dementsprechend halt diese ganzen Unterschiede gibt zwischen PTP und Trains. Ja, also. Es gibt ja für PTP 1 gibt es ja noch den Marias Pass. Ja, das ist natürlich auch eine amerikanische Strecke. Aber so, wie gesagt, von ProTrain Perfect 2 weiß ich gar nicht, ob es da so viel ausländische Strecken gab.
Also vom ProTrain Perfect 1 bis 12 oder bis 13 besitze ich ja alle. Und ich glaube, es gab insgesamt 15 oder sowas. Bin mir da gar nicht mal so 100% sicher. Und ab in den Kreisverkehr. Ne, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ja selbst schon viel mit ProTrain Perfect 2 unterwegs gewesen und ich fand die Grafik eigentlich für heutige Zeit war sie sehr ansehnlich oder ist sie halt immer noch sehr ansehnlich, wenn man sich das Ganze mal hier anschaut. Also dann kann sich das Ganze schon sehen lassen auf jeden Fall. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, dann würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall kann ich euch heute ProTrain Perfect immer noch absolut empfehlen, ja, wenn ihr mal nicht warten wollt mit ein bisschen Straßenbahn fahren, denn und ihr ein bisschen Kleingeld übrig habt, dann schaut doch mal bei Rebuy vorbei. Ich glaube, da findet ihr bestimmt nochmal den ProTrain Perfect 2 mit Add-on. Und es gibt ja nicht nur Straßenbahn-Addons, sondern es gibt nämlich auch andere tolle Addons. Gerade wir aus Berlin freuen uns natürlich, dass es dieses Addon gibt. Und ich denke mal, das möchte ich mir gerne mal mit euch hier gemeinsam nochmal anschauen. Ja? Auch wenn ich es damals schon für den, oder damals für Microhazard TV schon mal aufgenommen habe. Ja, wäre es natürlich toll, wenn ich euch das Ganze jetzt hier auf ÖPNV-Simulation nochmal vorstellen darf. Und ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn wir uns an diesem Punkt hier wiedersehen mit einer neuen Folge von ProTrain Perfect 2. Und sonst schreibt in die Kommentare von all den Sachen, die wir jetzt hier gerade besprochen haben. Mich würde das auf jeden Fall interessieren mit dem aktuellen neuen Train Simulator, wie wir das mit den DLCs machen können. Denn da gab es nämlich auch ein Straßenbahn-Addon bereits. Also, ja. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt hier von ProTrain, Perfect, Trains und Co. Ja, Lotus und Omsi, alles hier auf diesem Kanal. Nur das Beste vom Besten, würde ich sagen. Und damit verabschiede ich mich. Ich sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.